Diese unscheinbare Brücke zwischen Bochum und Hattingen ist leider nur einspurig. Deshalb sind hier völlig neue Maßstäbe in der modernen Verkehrsregelung gesetzt worden. Es ist jetzt hier wie in Fort Knox, ne? Das soll auch so. Betonpoller verhindern, dass LKW illegal die Brücke befahren. Aufwendige Ampelanlagen halten Radfahrer und Fußgänger in Schach. Und dank neuer Blitzer kommen Verkehrsraudis auch nicht mehr auf dumme Gedanken. Die Leute haben bewusst das Rotlicht überfahren, auch vorsätzlich. Nochmal zum Mitschreiben. 13 Betonpoller auf der Hattinger Seite. Ampeln für Autofahrer, Ampeln für Radfahrer, Ampeln für Fußgänger, Beschilderung und Blitzer. Und das Gleiche nochmal auf der Bochumer Seite. Mittlerweile ist es ein bisschen lächerlich. Gucken Sie sich das mal an. Ich habe das Gefühl, hier ist ein sicher Hochsicherheitstrakt. Aber hallo. Schließlich wurden für dieses Brücken-, Poller-, Schilder-, Blitzer-, Ampel-Überwachungssystem 615.000 Euro investiert. Alles gegen Verkehrssünder. Doch das alles wäre nichts wert ohne diese sogenannten Verkehrshelfer. Sie machen das ausgeklügelte Sicherheitskonzept erst perfekt. Hier wird akribisch überwacht und dokumentiert. Es reicht ja, wenn die Ampel da ist, muss ja nicht nur einer aufpassen. Wir sind doch alle alt genug und verdammt nochmal, da brauchen wir doch nicht hier jemanden, der aufpasst. Warum sollte hier aufgepasst werden? Es wird ja nirgendwo sonst auch aufgepasst. Ja eben. Um die Notwendigkeit der Aufpasser erkennen zu können, ist man im Verkehrsdezernat Bochum tief in die Psychologie von Verkehrssündern eingetaucht. Das weiß man ja von sich selber auch. Wenn keiner guckt, dann ist man vielleicht geneigt, sich selbst ein Auge zuzudrücken. Aber wenn jemand dabei ist, dann führt das meistens dazu, dass man Regeln einhält. Menschliche Kontrolle und technische Überwachung. Ein Verkehrskonzept, von dem man woanders nur träumen kann.